Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Mein Name ist El Prapso und weiter geht's. Wir gehen wieder auf unser Profil, spielen wieder... Nein, wir spielen nicht im Dreispieler-Modus, sondern... Ich habe mich vertippt, miau. Im Einspieler-Modus, wie immer. Das ist der sechste Part. Der siebte Part wird auch noch ausgewählt, wie ich mir das alles aufgeschrieben habe. Und danach dürft ihr auswählen und wenn das nicht... Wenn ihr das nicht auswählt, dann wähle ich nochmal selber aus, wen ich nochmal gerne nehmen möchte. Wir nehmen ein Versus-Rennen und natürlich die Regeln sind wie immer gleich. Diesmal mache ich aber immer wieder Solo-Rennen. Ja, heute habe ich mir vorgenommen, DK zu nehmen mit dem Bowser-Bike. Ist auch an für sich ein wirklich sehr gutes Bike. Driften ist auch okay. Tempo ist cool, passt alles. Und wieder auf Automatik. Und los geht's. So, heute haben wir wieder ein Gesprächsthema. Ah ja, erstmal hier, N64 Sorbetland, natürlich. Hatten wir, glaube ich, letzte Strecke schon. Wir haben die Pinguine nämlich so abgefuckt. Genau. Was ist euer absolutes Lieblingsspiel? Die Zuschauerfrage für heute. Was ist dein absolutes Lieblingsspiel? Wie immer starte ich als Zwölfter in die Runde, in die Strecke, aber scheiß drauf. Ich hole alles schon ein, wenn dieser scheiß Pinguin nicht mehr. Knochentrocken, Waluigi, du gehst mir eher um und sagst, ich hasse Waluigi, das heißt wieso. Ah, komm, fick dich doch. Wie gesagt, ich versuche immer an der Endplatzierung zwischen den ersten und den zweiten zu kommen. Und ich finde, ja, die Atmosphäre ist okay. Der Hintergrund, vielleicht hätte ich mir dann noch irgendwie so, also, keine Ahnung, was gewünscht. Ich weiß es nicht. Da wo Pinguine leben, leben aber keine Eisbären, ne? Ja, yes, stimmt. Ich verwechsel es mal mit Nordpol und Südpol. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hätte mir da so ein bisschen mehr so... Boom, weißt du, so... Bam! So richtig fett krass was gewünscht. Bei manchen Strecken ist es noch... Ja, wo ich mir noch was wünsche, aber... Das kommt noch irgendwann. So, wir sind sehr, sehr nah beieinander. Muss ich sagen. Und zu der Zuschauerfrage zurück. Was ist euer absolutes Lieblingsspiel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin manchmal eher so eher der Internet-Typ, wobei ich spiele und hänge auch gar nicht so oft am PC. Aber Mario Kart, klar, weil ich das jetzt gerade spiele, ist es auch wirklich wieder sehr, sehr geil. Aber ich mag noch die Siedler, das Erbe der Könige, das ist auch cool, wobei ich das nicht mehr so oft spiele. Was ist noch cool? Ja, so die typischen Mario-Spiele eben. FIFA 13, wobei das eher der Mitwirkende dieses Kanals auch sehr, sehr gerne suchtet auch. Und wie ich im letzten Part vielleicht schon, oder im vorletzten Part, ich weiß es nicht mehr, gesagt habe, vielleicht kommen noch ein paar, ein Dritter dazu, der vielleicht manchmal nur Videos hochlädt, das heißt, oder Walkthroughs macht. Mal gucken, dann lädt er vielleicht ein Video die Woche von sich hoch, weil er halt nicht so die große Zeit dafür hat. Aber von uns wird jeden Tag ein Video kommen, soweit wir das schaffen, oder vielleicht am Tag zwei, oder vielleicht alle zwei Tage kommt ein Video. Da müssen wir mal gucken. Und wenn die Videos gut ankommen sollten, dann werden wir uns auch irgendwann einen richtig guten Videograb kaufen. Und ja, wir sind Erster, obwohl wir schlecht angefangen haben. Aber egal. Das juckt kein mehr. Haha, Wario und Waluigi sind Letzter und Vorletzter. Opfer. Baby Peach und Bowser Jr. Die interessieren mich eigentlich noch auf dem zweiten und dritten Platz. Wie gesagt, auf die Endplatzierung möchte ich auf jeden Fall im Erster, Zweiter oder Dritter werden. Auch wenn wir ein Teamrennen leider schon verloren haben. Ich hätte es gern gewonnen, aber sieht man ja, wenn man die auch schwer hat, dann machen die kommt gar nichts. Nächstes Rennen.
Ist irgendwie scheiße immer. Die Comps machen fast nie was, wenn du das nicht mit Freunden spielst. DS, Piazzale, Delfino. Eine richtig geile Strecke, auch Kult. Ich glaube fast nicht verändert. Ich glaube gar nicht verändert auch. Man sieht auch richtig die Fans. Jeha. Und das ist eine Strecke mit Atmosphäre und alles, wie ich sie mir eigentlich immer vorstelle. Und die Musik ist auch cool. Ist bei fast jeder Strecke auch unterschiedliche Musik. Ich finde, das passt so. Das ist so festlich so ein bisschen. Das passt halt richtig. Und die Statue hier in der Mitte, das ist auch richtig cool gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, was du so gerne spielst. Ihr könnt mir auch mehrere Sachen nennen, das ist egal. Ihr könnt zum Beispiel schreiben, ja, ich zocke gerne Mario Kart, Call of Duty und so. Klar, das geht auch. Und irgendwann, wenn wir vielleicht 30 Abonnenten haben, was schwer wird, aber bei uns kommt es ja auch meistens auch nur auf den Spaß an, dann werden wir, wenn uns einer schreibt, den werden wir auch vorstellen in einem Video, weil das finde ich schon cool, wenn uns einer schreibt und dann will ich den auch auf jeden Fall vorstellen. So werden wir es machen. Und vielleicht schreibt ihr mir noch, was euch an dem Spiel gut gefällt. Ist aber nicht nötig. Mir gefällt an dem Spiel einfach die Atmosphäre und einfach die Fantasie von Nintendo. Das gefällt mir eben, weil auf diese Charaktere zu sehen, wenn ich jetzt nur Menschen habe, so wirklich reale Menschen, dann würde ich das Spiel auch nicht irgendwie nicht zocken, weil das so, weiß ich nicht, so real ist, so, das wäre bei mir nicht so der Burner, ne? Wie gesagt, schon in den letzten Parts werden wir auch mal im Internet zocken, wenn das möglich ist, vielleicht auch zu dritt. Das müssen wir uns dann noch mal überlegen, aber höchstwahrscheinlich geht das schon bestimmt. Zu zweit oder zu dritt werden wir das machen. Da müssen wir uns noch mal besprechen, aber auf jeden Fall alleine nur vielleicht. Vielleicht. Fuck. Aber ich bin immer noch Erster, der zur Runde beginnt. Oder auch begonnen. Haha. Wirklich wie im ersten Part, ich hatte einfach so Pech, genau direkt vor der Ziellinie. Mir hat 1 Millimeter gefehlt. Dann wäre ich... ich habe gedacht, ich habe die letzte eingeholt. Dann wäre ich Erster geworden, aber klar. Roter Panzer kam, ich war Dritter. Hat mich aber trotzdem nicht um den Sieg gebracht. Am Ende. Und wir sind Erster. In 2 Minuten 40 haben wir ja die Strecke absolviert. Aber das Beste war ja eh noch Blätterwald, ne? Ich fahre so und genau kurz vor Linie kommt wieder ein roter Panzer und ich bewege mein Rad nur bis noch zur Ziellinie und ich bin Erster. Ja, wie wir es hier sehen, Baby Peach und Baby Daisy, sind Zweiter und Dritter. Ich weiß nicht, wer waren eben Zweiter und Dritter. Ich glaube Bowser Junior, ne? Ja. Junior heißt das eigentlich. Nächstes Rennen. Waluigi Arena. Was heißt Game GCN? Ich weiß es nicht. Was heißt das? Game, irgendwie so ein GameCube vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht. Oh, genau, das habe ich gar nicht gesagt. In dem ersten Video habe ich ja gesagt, von wegen hier, was ihr auswählen könnt auf Anspielen, ne? Aber was ich auf jeden Fall noch machen werde, wir werden von uns selber schon Mario Kart Double Dash auch let's playen. Weil Mario Kart wird, glaube ich, diesen Kanal ein bisschen bestimmen. Weil, ja. Mario Kart gehört eigentlich fast zu jedem Let's Play Channel dazu. Es gibt so verschiedene Arten von Channels. Zum Beispiel von Gaikai, der ist jetzt Domtendo. Bei dem ist so Nintendo, Zelda, alles so. Das ist richtig, das passt einfach richtig alles zusammen. Und bei Gronkh ist es halt Minecraft. Das hat der Dead Space, hat er auch gezockt und ja, alles diese. Ich finde, das muss auch zusammenpassen. Deswegen haben wir uns auch wirklich entschieden, dass wir so ein bisschen bei Nintendo bleiben, bei dieser Fantasie eben. Oh Scheiße, warum habe ich? Egal.
dass wir da bleiben und vielleicht werden wir auch einmal, wie ich gesagt habe, 70 Abonnenten Special, wenn es soweit kommen sollte, ein Amnesia Special machen werden mit Facecam. Und wie ich gesagt habe, wir sind einfach nur lol, einfach nur richtige Schisser und das ist das Schlimmste für uns, Amnesia zu zocken. Oder ihr schreibt in die Kommentare, ob wir Slender spielen sollen. Weil wenn man Slender zu dritt spielt oder zu viert, dann macht das einfach richtig Bock nur. Das ist richtig geil, aber wenn du es alleine spielst, könntest du dir einfach nur in die Hosen scheißen die ganze Zeit, weil es einfach so schlimm ist. Ich frage mich manchmal wirklich, wer tut sich sowas an? Klar, es gibt auch Leute, die haben keinen Schiss, aber boah, für die Leute, die Schiss haben und sich das trotzdem spielen, warum tun die sowas an? Ich meine, ich bin ja auch, ich habe auch Schiss und ich ziehe mir jedes Mal wieder Horrorfilme rein. Die Frau in Schwarz letztens. Hat meiner Psyche nicht gut getan. Aber wieso machen wir das? Warum machen wir Angsthasen? Warum ziehen wir uns trotzdem noch was rein? Wollen wir uns austesten, wie weit wir gehen können? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Pause brauche. Ich brauche eine Auszeit. Und die Freundin Schwarz ist natürlich nochmal ein ganz Stück gruseliger. Wir haben es an Halloween geguckt. Der ganzen Family. Wenn man es dann noch mit offener Tür, Balkontür guckt, ist ja nochmal ein ganzes Stück nochmal gruseliger, ne? Wenn ihr den Film nicht kennt, ist so der typische Fall von Pech. Nein, nein. Oh, gut. Gerade noch Esser geworden. Das meine ich immer kurz vorm Schluss. Und jetzt trotzdem, Baby Daisy liegt immer noch vorne. Bowser Jr. kommt fast an sie ran, aber ich bin Baby Daisy schon weit voraus und ich glaube, das kann die auch nicht mehr aufholen. Wenn ich jetzt nicht letzter werde, kann die es auch nicht. Obwohl, nein, kann die nicht aufholen. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall Peach, die kann mich noch aufholen. Und ja, die letzte Strecke wird sein. Peach. Auch GCN. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kennt ihr das von Bones? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ah ja, und ihr könnt vielleicht schreiben, was eure Lieblingssendung ist. Das heißt, so ein Krimi, irgendwie Bones, CSI Miami, sowas. Das könnt ihr mir auch schreiben. Also Bones ist cool. Das gucke ich auch sehr gerne. Ja, typisch hier Familie im Brennpunkt, wenn man aber nichts zu tun hat. Ja, setzt man sich vor der Glotze. Wenn man nicht gerade... Ich meine, ich bin oft draußen, aber bei so heißem Wetter sitze ich lieber in der Wohnung und ziehe mir Familie im Brennpunkt rein. Oder Schicksale. Oder. Es gibt so viel. Okay, das, ihr wollt irgendwie... Habt richtig Lust, so Cooking Cat, Phineas und Ferb, SpongeBob und so zu gucken. Und schaltet ihr morgen zu ein und denkt so, oh, scheiße, ne? Da läuft Caio und das Kikaninchen und so. Früher habe ich mal Caio geguckt, weil ich nichts anderes zu gucken hatte. War eigentlich immer ganz lustig, dieser kleine Glatzkopf, ey. Die letzte Runde schon. Schon. Die Enten, die sind auch viel irgendwie... Die sind auch irgendwie viel so aggressiver geworden gegen das zum DS. Die im DS haben die da von rumgestanden. Und die Atmosphäre ist halt so... Oh, geil. Malediven, so hammergeil. Das Wasser. Richtig geil. Wobei, ich glaube, wenn man so lange auf einer Insel ist, irgendwann wird einem auch langweilig. Und, yeah. Weil du hast nichts zum Shoppen irgendwie. Deine Freunde sind ganz weit weg. Irgendwie, ich glaube, das ist nicht so das Wahre immer... Auf dem Malediven Urlaub machen ist klasse, klar. Also Baby Daisy Bowser Jr., also Baby Peach hat es nicht mehr auf den Rang 3 geschafft. Ich habe gedacht, Baby Daisy kackt ab, aber doch, sie ist noch Zweiter. Und Baby Daisy ist Dritter, aber ich glaube, das ist jetzt vorbei, ne? Ja. Wie gesagt, Urlaub auf einer Insel für 2 Wochen. Klar, hammergeil. Hammergeil auf den Malediven.
kann es nichts sagen, aber für immer würde ich es auch nicht tun. Ja, erster. Dann nächsten Part wird euch erwarten. Was ist? Ob ihr eher Cards oder Bikes benutzt. Jetzt habe ich gerade gesagt eure Lieblingssendung. Ne? Wir haben aber gerade über Spiele geredet, aber egal, ich hätte die Sendung in den letzten Part gemusst, aber das ist egal. Like das Video, schreibt einen netten Kommentar drunter, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht fandet ihr es auch so gut, dass ihr uns abonnieren würdet. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part und ab da. Und nach diesem Part, nach dem nächsten Part, müsst ihr entscheiden, was und mit wem und mit welchem Kart oder Bike ich fahren soll. Dann würde ich sagen, sehen wir uns und tschüss.